Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Wie eine menschliche Gestalt, wie eine Schutzmantelmadonna mit ihren breiten Blättern, die um den Körper gehüllt wirken, so steht diese Sonnenblume mit ihrem schweren, reifen, satten Kopf vor uns. Eine anthropomorphe Form, wenn man so will, also eine menschenähnliche Gestalt. Gustav Klimt komponiert dieses Bild, indem er wie eine Pyramide, wie eine Dreiecksform, die spitz zulaufend in diese dekorative Fläche hineingestellt, diese Sonnenblume ausformuliert wird. Und zu ihren Füßen Blütenranken von Stockmalven, Astern und anderem, was in den Bauerngärten am Attersee während der Sommerfrösche anzutreffen ist. Seit 1900 verbringt Gustav Klimt gemeinsam mit der Familie Flöge und so vielen anderen Bourgeoisen, Vertretern dieser Oberschicht seine Sommer am Attersee, dort wo es kühl, frisch und angenehm ist. Aber es geht Gustav Klimt nicht nur darum, der staubigen Hitze des sommerlichen Wien zu entfliehen, sondern er arbeitet sehr, sehr fleißig. Bis zu 3 Landschaftsbilder wird er pro Sommerfrische anlegen, wenn zwar er sie nicht alle ausformuliert und fertigstellt, sondern viele dieser Bilder werden dann in den darauffolgenden Monaten oder sogar Jahren in seinem Atelier in der Feldmühlgasse in Hitzing fertig gemalt. 1907, 1908 entsteht dieses Bild einer Sonnenblume, eine Usance, eine Mode, die Gustav Klimt aufnimmt und in seine sezessionistische Ästhetik überführt. Mit Vincent van Gogh werden wir mit diesem Motiv sehr stark konfrontiert und viele Künstler des Wiener Sezessionismus werden sie aufnehmen, gerade weil sie so menschenähnlich wirkt und damit auch fast metaphorisch eingesetzt werden kann. Die Sonnenblume inmitten von grünen, mit breitem Pinsel aufgetragener Farbe entwickelt Gustav Klimt diesen Hintergrund, der rätselhaft ist. Es könnte sich um rankende Pflanzen handeln, die die Wand hochklettern, oder aber um wie eine gewebte Teppichfläche ausgebreitet eine bepflanzte, dichte Wiese im Hintergrund, die uns Betrachterin, Betrachter quasi entgegengeklappt wird. Und da erleben wir wieder dieses diskursive Spiel mit Raumtiefe und flacher Darstellung dieser Räumlichkeiten, das, was Ferdinand Hodler in Genf so massiv praktiziert und als Impulsgeber für viele Künstler der Wiener Sezession vorlebt. Sie werden es übernehmen und in diesen Ideenwelten einer Raumtiefe, die teilweise ganz flach und kompositorisch konstruiert wirkt, eingesetzt wird. Gustav Klimt spielt mit diesem zwischen Raumtiefe und Flachheit darstellen, indem er wie eine Horizontlinie einführt und ganz imaginiert eine Rasenfläche gelten und wirken lässt und darüber dann mit diesem sehr dynamischen und breiten Duktus des Pinsels, diesen Pinselschlag, entwickelt er diese ornamentale, aufgelöste Fläche, auf die er noch kleine, runde Formen setzt, die wie Beeren oder Blüten auf uns wirken. Ein Bild, das viele kunsthistorische Impulse aufzunehmen scheint und in eine hochdekorative, ästhetisierende Form überführt. Ein Bild, von dem Gustav Klimt getrost ausgehen kann, dass es von den Wiener Bourgeoisen-Sammlern geschätzt werden wird. Er presst dieses Landschaftsbild oder Blumenstillleben, wie wir wollen, in das quadratische Format, ganz im Sinne der sezessionistischen Idee, das Logo, würden wir heute sagen, das Insignium der Wiener Sezession und der Wiener Werkstätte. Ein Bild mit einer starken Aura, eine Blüte, die wie eine Figur vor uns steht und uns einlädt, mit ihr in Kommunikation zu treten.
erleben Sie die Aura dieses Werks. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.